Alter, was geht ab, Leute, Junge? Auf dem Pogo-Kanal. Jetzt ist Flunschig, weißt du so? Flunschig, Flunschlick. Christe, ich komme vom Leg Day. Heute ist spannender Sonntag, Leg Day. Ich hatte eigentlich direkt, also ist schon nach drei. Ich hätte direkt nach dem Leg Day pünktlich starten können, aber hätte ich meine Tasche gehabt und außerdem muss ich noch Proteine reinhauen, Mittagessen. Aber jetzt sind wir voll gestärkt und gönnen uns eine Stunde. Eine Stunde 30. Questy? Ich hab den schon 100, also das. Shiny hab ich den nicht. Gibt's den Shiny? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich finde den Questy jetzt nicht so interessant. Aber für euch, Leute. Außerdem wollte ich noch Kilometer für diese eine Spezialforschung da. Diese Umweltwoche da. Schaut mal, was ich gerade gefangen habe. Oh. Oh. Gleich schillernd. Okay. So. Ich habe nur die 200er. Kann man die entwickeln? Nee. Ich habe nur die 200er, 85 Bonbons, 11 Megabonbons, XL-Bonbons meine ich. Genau. Und jetzt ein von den zwei Shiny. Let's go! Ich bin hier übrigens in Schwabing. Ich habe nicht wirklich Bock nach Sendlinger Tor, also Mitte zu fahren. Hier im Norden geht es ja auch gut ab. Da hinten, in der Zeit, wo ich kein Pogo gespielt habe und angefangen habe, Gym zu gehen, war meine Eiskammer. Da habe ich immer nach Gym mir Eiskammer gegönnt, Mann. Ich habe zwei Quests, wo ich eine Arena angreifen muss. Und wer steht in der Arena? Blubber. Wo ich hier das Gebiet blau, gelb machen wollte, er ist blau, hat er mich sehr gestört. Ursprünglich hatten wir echt Respekt. Er hat mich gelassen. Also manchmal waren wir auch gleichzeitig unterwegs und dann haben wir uns, also nicht getroffen, aber ich habe die Arenen, die er gerade frisch blau gemacht hat, nicht angegriffen. Und er hat nicht die Arenen angegriffen, die ich frisch gelb gemacht habe. Das war so ein unausgesprochener Pakt mit T. Und irgendwann hat er den gebrochen und direkt die Arenen angegriffen, die ich gerade gelb gemacht habe. Danach habe ich mich nicht mehr zurückgehalten. Ich habe den zerstört, Mann. Noch ein Shiny? Bin mir aber jetzt nicht sicher, ob das zwei verschiedene waren. Jetzt haben wir beide ein Shiny. Eigentlich kann ich heimgehen, oder? Eigentlich schon. Ne? Ich mache noch ein paar für Bonbons und so. Ja. Ja. Aber eigentlich kann ich heim. Ein bisschen random, aber nehmen wir mit. Shiny, shiny. Auch wenn es am Ende wahrscheinlich eh weggeschmissen wird, weil ich bin da ziemlich radikal, dadurch, dass ich gar nicht mehr tausche. Bin ich extrem radikal. Wollt ihr mal meine Sammlung noch sehen? Komplett alles Shiny. Habe ich das nicht gezeigt beim Comeback-Video? Ja, vergesst es, Leute. Es ist Sonntag, es ist gutes Wetter. Viel los auf den Straßen. Schön. Saftig, knaftig, viele Stops. Die Gas mal noch ab und dann gehen wir hier zurück. Noch einen coolen Pokestop sehen, bevor wir heimgehen. Ich gehe zur U-Bahn. Ich habe genug. Ausbeute seht ihr dann. So, ich lasse den Sonntag noch ausklingen mit meiner Shisha, dass die gerade warm werden. Wir checken meine Ausbeute ab. Ich habe gespielt. Fast eineinhalb Stunden war mir schon zu lang. Ich musste zurück zur U-Bahn. Und dementsprechend den Weg dahin gezwungenermaßen auch noch mitnehmen spielen. Wäre ich direkt wieder an der U-Bahn gewesen, hätte ich glaube ich auch schon nach einer Stunde aufgehört. Wir haben ja alles, was wir... Ich kann nicht mal sagen, alles, was wir wollen oder brauchen, weil wollen und brauchen tue ich gar nichts. Deswegen, wie heißt der Typ? Flunschlick. Flunschlick. 84, 2 hatte ich davor schon, das heißt 82. Ich habe mega gechillt gespielt, aber ich muss dennoch sagen, 82 Stops gedreht, 82 Quests erledigt, ist schon viel. Also 82 Stops, finde ich viel. Schillernd auch mehr als genug, also 11 Stück, mehr als jeder 8er, also... Das ist schon eine klasse Ausbeute. Brauchen natürlich keinen davon. Also, das ist so. Das Leben
das Gameplay eines Casuals. Man nimmt die Events teilweise mit, bisschen, ein paar Minuten. Wenn man das hat, was man braucht, hat man keinen Anreiz mehr. Wenn man überhaupt einen Anreiz hat. Wenn jetzt, ich habe die 2 Shinies. Ich hatte die 100er davor. Ja. Mal zurück. Können wir kurz durchschauen. Ich kann mal nach WP ordnen. Das ist der beste. 96er. Ja, Bonus habe ich jetzt 416. Ich hatte kaum XL-Bonus, jetzt habe ich 60. Also fehlen noch eine Menge. Ich glaube, ich brauche fast 600. 590 oder so, irgendwie sowas um den Dreh herum, um beide zu maxen. Also, noch ein weiter Weg. Ich bräuchte noch 9 von solchen Quest Days. Ah ja, das war's von mir, Leute. Ein chilliger Quest Day von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr habt viele Shinies gefangen. Ich hoffe, ihr habt viele Hunderte gefangen. Ich hoffe, ihr hattet überhaupt Pokestops in eurer Nähe, weil ohne bringt der Quest Day ja nicht viel. Weil wenn man 8 macht, wenn man zumindest 8 hat, sollte man ein Shiny bekommen, aber man braucht ja 2 von denen. Also, das war's von mir, Leute. Wenn man liked, subscribe, kommentieren, checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Vergesst nicht. Pokémon Go is your business.